Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Zusammen mit dem guten Seucher. Das ist Seucher. Und Jolom. Moin, moin. Ja, ich habe zwischendurch mir ein paar Fliegen besorgt, um, wie man sieht, eine neue Maske herzustellen. Und wir wollen wieder los Sachen besorgen. What's not so bad? There's no women crying, but. Zurück ins Horror-Labor. Zurück zum Marienkäfer, der uns sehr überrascht hat. Ja. Mhm. Du meinst den Granatwerfer. Ja. Taktik sollten wir vorher besprechen. Vielleicht nicht alle im Weg stehen und durch die Tür nach draußen. Nicht. Doch, genau das machen. Böse Krieger haben wir jetzt. Ich will nichts von dir. Seit wann bringen denn die Ameisen auch die Dinger zum Wackeln? Große böse Kriegerameise ist, glaube ich, stark genug dafür. We've got a soldier ant over here. Achtung, hinter dir, China. Ja, ich weiß, mindestens eine Larve, vermutlich auch noch ein Milbe dahinter. Zwei. Zwei große. Aber ich bin auch hinter dir. Ja, die lassen irgendwann von mir abdrehen um und gehen auf euch los. Das ja. Gute ist, wir sind schnell genug. Ich glaube, Jolom noch nicht. Und auch. Mir ist jetzt bloß die Ausdauer ausgegangen. Das ist immer sowas in Spielen, wo ich sage, muss denn das unbedingt mit rein programmiert werden? Ja, muss. Ja, ein bisschen Ausdauermanagement, dann klappt das schon. Dieser blöde Eingang da hinten irgendwo. Naja, da ist der Kaugummi. Das war einer nach dem anderen seinen Ranzen holen und wieder rausrennen. Hitpoints das Vieh hatte. Wir sollten gucken, was er nicht mag. Ist Jolom auch da? Ja, ich komme auch hinterher. Da ist Wasser. Nicht vergessen. Aufgefülltes Wasser ist nie schlecht. Ah, hier ist wieder alles gerade explodiert. Ah, da ist mein Rucksack. Das ist hier. Es ist offen und es ist zu. Was? Es ist offen und es ist zu? Ja, die eine Tür ist offen und die andere ist zu. Perfekt. Ja. Ist jetzt was? Bleibt mal hier kurz hier. Achso, ich muss ja hier diesen Knopf drücken. Oh Gott. Hi. Tschüss. Ach, dann ist hier zu. Ihr könnt mir nicht helfen, ne? Was? Ihr könnt mir nicht helfen? Die andere Tür geht dann zu. Das Gute ist, der hat müsste jetzt weniger Hitpoints haben, hoffentlich. Das kann sein, ja. Oh shit. Nicht peng peng. Oh, blödes Viech. Nee, dürft ihr nicht haben. Oh, ouch. Deluxe-Content bei solche. Ich glaube, ich lasse mich hier mal töten. Und dann hoffst du, dass die Tür bei uns aufgeht? Vielleicht sind die Sachen dann weg.
jetzt nicht auf. Au. Ich bin hier nur am Weglaufen. Ja, wir sehen, wie dein Icon nach links und nach rechts wandert. Ja. Ich kann aber mehr diesen Knopf aber da hinten nicht drücken. Geht nicht. Unbefugter Zugriff, ja. Tot. Ja, und die Tür hier. Achso, muss wahrscheinlich erst sterben. Nö, die Tür ist zu. Weiß ich, aber vergessen. Oh, und der schießt durch die Tür durch. Jetzt ist die Tür auf. Und die andere ist dann wieder zu. Ja, man muss den Marienkäfer besiegen, das hilft nichts. Haben wir keine Kleeblätter mehr, Doktor? Cloud führt nicht. Geht nochmal nach oben. Wir treffen uns oben. Ja, ich weiß, das ist der falsche Weg. Ich hätte gedacht, ich kann ihn schnell umlaufen. Du, die Entwickler lassen sich nicht austricksen. Messerstufe 2, Messerstufe 2 haben wir nicht. Die Rechtsentzünder herstellen. Der Spinnenfangdolch, aber gut, dafür bräuchte man wieder Spinnenfang von der Maulwurf. Ach ja, war ich falsch. Von der Wolfsspinne. Oh, ich weiß nicht mehr, was hier rauskriege. Ist doch gar nicht so schwer. Du bist nach rechts gelaufen, nicht nach links. Ja, hilft mir jetzt nur auch nichts. Das heißt, bist du jetzt reingelaufen? Nee. Ich komme mir nicht mehr lebend raus. Wo leben raus? Aus dem Sprenglabor hier. Oh, cool. Da, wo der Marienkäfer drin ist. Nein. Ich sollte doch wieder zurückgehen. Ja, nach oben. Ja, genau. Und da bin ich irgendwo falsch abgebogen. Und jetzt bin ich in diesem Raum, wo auch die Kassetten noch waren und so. Der Hebel, wo der Hebel war. Eben beim Hebel. Hm? Mit kaum noch Lebensenergie. Ja, du müsstest ja eigentlich bloß durchlaufen zu mir. Das kann ich. Oh, da müssen wir nachher mit solche rein. Mhm. Na? Machen Tickets raus, gut. Das Ding ist zum Glück nicht so komplex hier. Blöde ist halt, dass hinter dir dann die Tür zugeht. Finde ich doof. Das war vor allem überraschend. Ja, ich frage mich, für was, dass du nicht mehr abhauen kannst, dass du auf jeden Fall sterben musst. Dass du den besiegen musst. Ja, das hat man ja noch nie. Die andere Tür geht ja nicht auf, solange der Gegner nicht besiegt ist, aber man könnte ja rauslaufen wieder. Das willst du aber nicht. Cool, das ist was für solche. Was? Verteidigerabzeichen. Abzeichen eines ominent Wissenschaftlers, das Zugang zu seiner Arbeitsabteilung gewährt. Der Text ist schön viel wichtiger, ist, dass es ein Plus auf Schadensresistenz gibt, aber ein Minus auf Angriffsschaden anscheinend. Ich bin vor der Tür, wo Jollum dann nach rechts abgebogen ist, erstmal kurz nach links abgebogen, um zu gucken, ob da noch irgendwas ist, und da lag ein Skelett rum. Ist halt also noch nicht draußen. Sollen wir denn draußen? Also wir sind im Endeffekt vor der Tür, die nach draußen führt. Ja. Dann kommt doch bitte raus. Wo muss ich denn verdammt nochmal hin in diese Scheißtür? Da. Solche links von dir? Hier. Ja, wollt ihr hier auch so benutzen und einen Respawn Point setzen? Sag das doch. Hol ich mir jetzt schnell meinen Rucksack. Warte mal, solche, bevor. Komm mal kurz zurück. Was hast du in meinem Rucksack dabei? Nein, natürlich nicht. Fallen lassen. Was ist das? Heiliger Abzeichen. Das ist da, wo auch das Zubehör, also wo das Schirmchen reinkommt. Du machst. Muss ich mir da rein?
Ja, du kannst auch Doppelklick machen. Du machst vermutlich weniger Schaden, aber kriegst auch weniger Schaden. Hoffe ich zumindest. So verstehe ich die Werte da unten. Angriffsschaden verursacht. Angriffe verursachen weniger Schaden. Erhöht die Widerstand gegen Schaden. Ja, ja, klar. Jetzt habe ich ja keine Pusteblume. Das ist ja. Ja, gut, brauchst du die hier? Nee. Aber der Respawn Point ist ja um einiges besser. Ja. Und jetzt nehmen wir das hier und was zu essen. Das ist die Frage. Alle reinrennen und dann im Kreis laufen? Ja, wir wissen nicht mal, wie es da drin aussieht. Voller Sporen. Ja, großartig. Also, seid ihr bereit? Ja. Sicher? Ja. Ja. Nö. So, großer. Hier bin ich. Schieß auf mich. Ja, da kommen die Granaten. Jawohl. Bang, bang. Der hat noch. Oh, da ist er noch. Oh Gott. Ja. Oh, aua. Oh, hier ist der Rüstung. Nee, wir sind so neu. Habt ihr noch eine Granate dabei, eine Bombe? Eine, ja. Schmeiß sie rein, schmeiß sie rein. Schmeiß sie da rein. Gut, zu tot. Au, ich auch gleich. Das Problem ist, unsere Rucksäcke liegen da drinnen. Achtung, hier rennen auch. Wo bin ich denn jetzt raus? Achtung. Also, ich bin respawned. Ja, ich auch. Du alleine schaffst es, uns da nicht wieder zu beleben. Ich war tot. Oh, das ist aber nett. Die Beutel werden draußen abgelegt. Das ist wirklich nett. Ach, ihr seid drin? Okay. Nein, ich bin nicht drin. Ich finde den Weg gerade nicht rein. Da ist es. Wir brauchen bessere Ausrüstung. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr farmen, bevor wir hier reingehen. Ja, was willst du jetzt sagen? Bessere Ausrüstung groß haben? Klar, wir könnten die Wolfsspinnen mal töten. Wir könnten die Marienkäferrüstung haben. Wir könnten eine bessere Waffe haben. Ja, so sehe ich das auch nicht, dass wir da irgendwie großartig was reißen können. Ja, zu viele. Wir werden jetzt fünfmal sterben und werden nichts ausrichten können. Oh, mal gucken. Da, ne, so der infizierte Marienkäfer. Ja, also frisch ist schon mal gut und Waffen mit aufbrechen. Gegen die Larven Waffen mit Schlitzen. Ich habe nur stechen und brechen. Keine Ahnung. Ja, du hast Bogen, das müsste ja so stechend sein. Ja, Bogen habe ich. Ich habe ein Speer und. Eine Larvenklinge habe ich noch. Gift. So, meine Keule macht Stechen, die bringt also auch nicht wirklich was gegen die Viecher. Ich habe Brechen, also den Hammer. Da habe ich China schon geschimpft, weil ich nur den Hammer für andere Sachen. Ja. Aber die machen trotzdem sehr viel Damage. Wir bräuchten wirklich bessere Ausrüstung. Und bessere Heilung. Ja, also du hast schon eine ziemlich gute Rüstung. Ich habe auch eine ziemlich gute Rüstung. Ich habe eine Müllrüstung.
Ja, du hast halt nur die, gewissermaßen so die höchste der Gefühle für Stufe 1. Genau. Ja, bei solcher, er hat Spinne an, ich habe Biene an, die sind beide gleichwertig. Und du bist so ungefähr bei der Hälfte von uns beiden. Marienkäfer ist genauso gut. Nee, Marienkäfer ist schwere Rüstung, die ist sogar noch besser. Ja, das kommt noch oben drauf, dieser passive Bonus. Also von der Sache her, der reine Widerstand, beziehungsweise die reine Verteidigung ist gleich gut. Der Balken ist gleich hoch. Na klar, so. Den armen Jollo müssen wir besser ausstatten. Jo. Glühwürmchen, Kopfding, Blasen. Ja. Das ist halt die Frage, ob bei Jollum dann Spinne oder Biene? Ja, wenn er auch Bogen ist, dann bräuchte er auch eine die Bogen, also die Die Biene. Ja. Weil damit kann man Glück haben und den Gegner betäuben. Oh, das ist gut. Mittels Bogen. Und der, zum Beispiel der Marienkäfer, Panzer, der macht Blockstärke. Also der verbessert die Blockstärke. Ja. Während die Spinne, da hast du eine schnellere Ausdauerregeneration. Das ist genau, für einen Fernkämpfer durchaus auch interessant. Ja. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen zurück, schauen, dass wir alles Mögliche farmen bis zum Umfallen. Und dann uns mit der besten Ausrüstung, die wir machen können, hier nochmal reintrauen. Ja, wir könnten ja mal zum Gartentisch gehen. Ach, wegen den Bienen. Ja. Also wenn wir da keine Bienen finden, dann weiß ich auch nicht. Unterwegs gibt es auch noch so ein bisschen Tümpel. Da gibt es recht im Sinne ein oder zwei Mücken. Ja, und... Ja, ist der Tisch nicht so weit weg? Also guck doch mal auf die Karte, wo wir sind. Und dann einfach nur nach Norden gehen. Also das ist nicht wirklich weiter weg als bis zu uns nach Hause. Und dann? Am besten auf den Stein bleiben, dann sieht man das recht gut. Wollen wir nächste Folge dahin gehen? Ja, kann man machen. Wer war denn dran? Nicht der, der so doof fragt. Ja. Oh, ein bisschen was trinken. Oh, ein bisschen was essen. I've had worse, I guess. Okay. Das war keine sehr erfolgreiche Folge für uns. Aber eine lehrreiche. Ja, lehrreich definitiv. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. In dem Sinne, ciao und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.